Du kannst richtig gut zuhören. Das kann ein schönes Kompliment sein. Jetzt war es natürlich mehr so ein Einschmeicheln, weil ich das bei Ihnen ja gerade gar nicht einschätzen kann. Und das unterscheidet Komplimente von Schleimerei. Komplimente kommen von Herzen, sind ehrlich und aufrichtig. Sie sind so ein bisschen wie ein guter Duft. Zu aufdringlich dürfen sie nicht sein, aber sie bewirken zugleich viel. Komplimente können glücklich machen. Und zwar nicht nur diejenigen, die sie bekommen, sondern auch die, die sie machen. Und dabei sind Komplimente ein sehr einfacher und alltagstauglicher Weg zum Glück. Etwas, was uns auffällt, was wir gut finden, heben wir besonders hervor, betonen es. Zum Beispiel eine positive Eigenschaft. Und für so ein paar anerkennende Worte gibt es ja jeden Tag viele Gelegenheiten. Komplimente machen froh, weil sie Wertschätzung pur sind. Wir alle möchten gesehen und beachtet werden, brauchen Zuspruch und Anerkennung. Haben Sie Lust auf Komplimente? Starten Sie doch gleich heute. Und zwar vielleicht mit dem biblischen Gebot, liebe deinen Nächsten, liebe deine Nächste wie dich selbst. Das gibt uns ja eine gute Orientierung für gute Komplimente. Die Basis ist die Selbstliebe. Wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Und da ist es ganz wunderbar, sich selbst ehrliche Komplimente zu machen. Und dann können wir unseren Lieben und Bekannten Komplimente machen. Und sogar auch Leuten, die wir nicht näher kennen. Und vielleicht spüren Sie beim Ausprobieren, dass Ihre Laune steigt und sich so die ganze Atmosphäre ändert. Wohlwollen und so ein intensiverer Blick auf das Positive sind der Grund dafür. Also ich nehme mir vor, öfter zu sagen, was mir gefällt und was ich gut finde. Und wenn ich damit den einen oder die andere glücklich mache, es gibt nicht viel Schöneres. Schönen Sonntag, Ihre Susanne Becker-Huberti.